Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir uns zusammen mit ein paar Neuheiten, die ich hier so rumliegen habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar davon habe ich euch schon vor einer Weile im Haul gezeigt. Ein paar davon zeige ich euch wahrscheinlich noch oder habe ich euch schon gezeigt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt erstmal nur meine ganz normale Dalton-Gesichtspflege aufgetragen und verwende jetzt etwas super abgefahrenes. Und zwar habe ich hier von Melt Cosmetics. Das ist eigentlich eher so ein Liquid Highlighter. Aber ich habe den, als ich letztens mal irgendwann, ich glaube, auf Instagram live gegangen bin, auch einfach mal als Primer verwendet. Und ich fand den echt gut. Also ihr bekommt Melt Cosmetics jetzt auch bei Purish. Und da könnt ihr entweder mit Claudis Welt 10 oder Claudis Welt 15, blende ich euch ein, was da entsprechend gerade gilt, 10 oder 15% auf meine Creator-Page sparen. Da sind natürlich auch diese Produkte, die ich euch zeige, mit drauf. Ich habe jetzt hier die Farbnuance Stargazer Sex Foil Digital Liquid Highlight. Ne? Aber wenn die hier einen 30ml Highlighter raushauen, dann verwende ich den noch als Primer. Kommt hier in so einem abgefahrenen Pumper. Und ich meine, ja, ich hatte das nämlich drauf gemacht, als ich auf den Mädelsabend gegangen bin. Da ist jetzt ein bisschen C3PO-Charakter am Start, wenn ich das jetzt verteile. Aber ganz ehrlich, Leute, ich finde es großartig, wenn ich jetzt irgendwie eine Foundation habe, die jetzt nicht unbedingt radiant unterwegs ist, sieht das bei mir sehr, sehr gut aus. Ich würde es nicht solo tragen, ne? Also da muss ich schon eine Foundation drüber geben. Und als Liquid Highlighter wäre das sicherlich auch wunderschön, aber ja, das ist abgefahren. Also ich hatte das schon drauf und ich fand es sehr, sehr schön, wie dann die Foundation darüber halt auch einfach aussah, ne? Ist aber nicht jedermanns Sache, glaube ich. Aber daran sieht man natürlich mal wieder, ich liebe Glow. Ich mag es halt richtig gern und ich tue da halt auch echt was für, ne? Nicht nur mit guter Skincare, sondern halt auch optisch. Ja, und hier sehen wir dann, wie das dann theoretisch einfach so auf der Haut aussehen würde, ne? Das ist jetzt hier auf meinen Fingern ein wirklich sehr schöner Glow. Ich mag den Geruch von dem Produkt nicht ganz so gerne, aber normalerweise trägst du dir das ja auch nicht komplett aufs ganze Gesicht auf, ne? Hier habe ich eine Foundation und zwar von MAC, die Studio Fix 24 Stunden Matte Foundation Oil Control, ne? Deswegen passt das jetzt sehr gut. Ich habe die Farbe NW10, die mir eigentlich auch echt gut passen sollte. Das bekommt ihr jetzt auch bei Look Fantastic. Da könnt ihr mit Claudi Welt immer gut sparen auf alle Produkte und das ist wirklich meine Farbe, ne? Mega geil und ich mag halt gerne die Deckkraft von matten Foundations oder von, ne? Und auch das Finish, aber mir fehlt der Glow und deswegen helfe ich nach. Du kannst natürlich auch dieses Produkt einfach in die Foundation einmischen und das nicht auf dem Gesicht mischen, so wie ich das mache. Dann tragen wir hier mal die Foundation auf. Ja, die ist nämlich wirklich vom Finish her sehr, sehr matt und das wäre mir einfach zu matt vom Optischen her. Denn so sähe das dann ja quasi auch ohne Primer aus, ne? Einfach auf Haut. Und so sieht es dann mit dem Primer aus. Das, also Primer, Highlighter, ich lieb's. Ich denke da zum Beispiel auch an diese Be Perfect Foundation, diese Cover-Irgendwas-Geschichte. Die trage ich immer mit so Glowy-Geschichten. Einfach, weil ich das Finish davon richtig toll finde. Das macht wunderschöne Haut und hält halt auch richtig, richtig gut, ne? Und ja, ich mag das aber nicht, wenn das einfach so super matt aussieht, weil meine Haut ist einfach per se, dadurch, dass sie so trocken ist, schon so matt. Deswegen helfen wir einfach mal etwas nach. Die sitzt auch weitestgehend echt gut auf meiner Haut, aber ja, einfach weil ich super gerne mache, arbeite ich das Ganze nochmal mit einem Schwämmchen, genau, auch damit, mit einem Schwämmchen ganz leicht ein. Also mir gefällt das Ergebnis, ne? Das passt farblich auch so gut. Also ich freue mich jetzt auch tatsächlich, dass ich mittlerweile gerafft habe, dass ich NW10 nehmen muss bei MAC und nicht NC. Da habe ich nämlich immer leider mich vertan und falsch gedacht, weil ich bin halt eher kühl vom Unterton her, da muss ich das W nehmen. Fenty Beauty hat einen Concealer rausgebracht und zwar den Bright Fix Eye Brightener. Ja, habe ich hier einmal, das ist die Umverpackung, das ist irrelevant, ne? In der Farbe 01 Rose Quartz. Das kommt nämlich hier auch in so einer kleinen Tube. Also finde ich persönlich auch mal irgendwie was anderes. Ich muss mal gucken, wie man das dann mit der Dosierung so hinbekommt. Es hat hier so einen Rausdruckapplikator. Ich trage mir das jetzt erstmal auf meinen Handrücken auf. Ich will ja auch die Konsistenz sehen. Okay, das ist sehr fest. Und das hat halt auch wirklich so ein rosanen Unterton mit dabei. Das ist wirklich sehr, sehr fest, sehr, sehr pastig. Und dann nehme ich mir ein bisschen was auf den Finger und verteile mir das einfach mal unter den Augen. Vielleicht mit einem Schwämmchen auftragen, weil mit dem Finger hat mir das jetzt nicht ganz so gut gefallen. Wurde mir das ein bisschen zu streifig. Aber so sieht das eigentlich ganz
fresh aus. Ich muss aber gestehen, dass ich das ein bisschen umständlich finde, ne? Dass man halt diese Tube hat. Ja, es ist definitiv hygienischer, weil du hast jetzt nicht irgendwie diesen Applikator, der dann ja auch in Kontakt mit dem Gesicht kommt oder so. Aber man muss halt schon ein bisschen mehr rumpanschen. Die Deckkraft würde ich jetzt so als Medium bezeichnen. Es ist mal was anderes. Also so von der, ne, Auftragungsart, von der Applikation her. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das richtig geil finde. Dann habe ich hier von Sephora mir mal gekauft den Contour Stick in der Farbnuance Fair to Light. Das ist halt wirklich so ein richtig schöner, aschiger Ton. Und diese Contour Sticks, die kommen jetzt ja wirklich auch überall ganz groß, ne? Ja, meine hat sich irgendwie schon so ein bisschen verschoben. Vielleicht war es ihm ein bisschen warm. Ich versuche es jetzt mal. Ja, das geht. Okay. Oh, der ist richtig schön aschig. Das mag ich ja. Das finde ich gut, weil das ist halt richtig Kontur, ne? Lässt sich auch ein bisschen aufbauen, aber er ist wirklich fair to light, ne? Also ich bin ja sehr, sehr hell und da siehst du auch beim zweimaligen Auftrag nur einen Hauch von. Ob man den dann noch sieht, wenn nachher Puder aufgetragen wird, ist so eine Sache. Aber im Prinzip ist ein Konturstick ja auch nur dafür da, um sich einen Schatten zu basteln. Und den habe ich jetzt hier wirklich leicht, wirklich sehr, sehr leicht. Braucht man das Produkt? Weiß ich noch nicht. Wobei ich auf dieser Seite das jetzt, wenn halt kein Tageslicht drauf fällt, ne? Also im rein künstlichen Licht, ein bisschen mehr sehe. Doch, doch, da kommt schon was. Und vor allem sieht das so natürlich aus. Oder täusche ich mich da? Ich gucke gerade auch so über meinen Tisch. Also auch wenn ich tatsächlich zu dem einen oder anderen Shop ja einen Code habe, ne? Oder Affiliate-Link oder sowas, ist das alles hier, glaube ich, selber gekauft. Wenn ich weiß jetzt nicht bei der MAC Foundation, ob ich mir das bei Look Fantastic in PR bestellt habe oder ob ich mir das selber bestellt habe. Auf jeden Fall, ja, also der Contour-Stick, doch, doch, der ist schön. Doch, der ist schön, ne? Man braucht ihn jetzt nicht, glaube ich, unbedingt. Aber wenn man halt nach einem super leichten Contour-Stick sucht, könnte das definitiv was sein. Oh ja, das habe ich mir auch gekauft. Von Pokémon gibt es jetzt eine Limited Edition bei Colourpop. Ja, da habe ich jetzt hier Instant Crush Cream Blush und da habe ich Metronome oder Metronomy als... ist das nicht süß? Ja, als Pokémon halt drauf und... ich bin mit Pokémon groß geworden, ne? Ich weiß noch, als ich damals halt aus der Schule wiederkam, RTL 2 angemacht war das, ne? RTL 2 müsste es gewesen sein. Und dann direkt schön Pokémon geguckt. Ja, ja. Und da habe ich halt auch wirklich noch das ganz ursprüngliche Pokémon mir angeschaut. Naja, gut. Also, jetzt weiß ich nicht, warum ich mit dem Pinsel nochmal über meine Augen gegangen bin. Einfach, weil ich gerade Bock drauf hatte. Ich nehme jetzt den Pinsel, weil das ist ja ein Cream Blush, ne? Geh da rein. Nee, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr davon. Oh. Das ist jetzt doch ein bisschen viel geworden. Arbeite das hier mal in meinem Handrücken ein. Es ist doch etwas rosa. Okay, und trage mir das dann mal hier auf. Schon schön. Pikachu habe ich mir übrigens auch gekauft, ne? Also das ist so ein richtig roter Blush. Aber der hier passte, glaube ich, ganz gut zusammen mit dem, was ich gleich als Puderblush verwenden wollte. Ne? Schön. Lässt sich definitiv auch aufbauen und passt dementsprechend dann auch sehr gut zu meinem hier, wie heißt das? Top. Der ist süß. Ist eine schöne Farbe, lässt sich auch wirklich schön verblenden. Und bei Colourpop muss man sich halt auch echt nicht so die Sorgen machen, dass da jetzt mega krasse Extrakosten auf einen zukommen, weil ihr seht ja quasi, was ihr dafür bezahlt, wenn ihr dort die Produkte bestellt. Dann müsst ihr ungefähr 19-20%, also 19% sind es ja eigentlich, Steuern dazu rechnen, plus 6 Euro DHL Bearbeitungsgebühr und dann hast du im Prinzip das, was dann dein Preis ist, ne? Also mittlerweile bin ich da auch wirklich sehr rege am Bestellen. Okay, dann habe ich mir von Beauty Bay diesen Liquid Highlighter gekauft in der Farbnuance Pearl. Und ich hoffe, dass ich hiermit einen wirklich wunderschönen flüssigen Highlighter bekomme. Denn ich habe auch dieses Mal nur einen Liquid Highlighter mir rausgesucht und nicht noch zusätzlich einen Puder Highlighter. Ich habe jetzt das, was auf dem Füßchen war, hier drauf gegeben. Ich würde es jetzt... im ersten Step noch nicht direkt aufs Gesicht zu auftragen mit dem Applikator, weil ich möchte ja erstmal gucken, wie das so ist, ne? Das heißt, ein bisschen reintupfen, dann mit dem Finger verteilen. Oh, ich glaube, der kann was. Dann mit dem Schwämmchen. Der ist intensiv und der hat kein einziges sichtbares Glitzerpartikelchen. Leute von heute, das ist ein glasierter Donut. Mag ich. Die Produkte sind natürlich alle auch in der Infobox verlinkt, also schaut gerne mal vorbei, falls euch da was interessiert. Das meiste davon könnten Affiliate-Links sein, weil ich das über so Plattformen erstelle, ne? Also ich arbeite meistens nicht direkt mit den Shops zusammen, sondern halt mit so einer, oder bin auf so einer Plattform einfach geführt, wo ich dann quasi über die da Links machen kann, dass ihr dann direkt zu den Produkten geführt werdet. Und dafür bekomme ich dann eine kleine, ja,
Provision. So verdiene ich hier mein Geld und kann für Nachschub sorgen. Ja, ich mag den glasierten Donut hier auf meinen Wangen definitiv. Und ich sehe jetzt auch immer mehr die Kontur, muss ich sagen. Doch, doch, das gefällt mir, ne? Also das sieht sehr gesund gerade in meinem Gesicht aus. Sorgen wir jetzt mal dafür, dass das Ganze etwas besser fixiert wird. Und nee, vorher habe ich noch was ganz Abgefahrenes. Okay, Moment. Und zwar habe ich bei Monolith bestellt und von Glamlight mir dieses Lidschatten- oder Eyeshadow-Base-Set bestellt. Das ist ein Schwarz und ein Weiß. Wow. Ne, das ist in der KISS Limited Edition die White Stage und die Black Stage. Und das kannst du halt als Lidschatten-Base ganz gut verwenden. Mal gucken. Die Verpackung ist auf jeden Fall, die kann was. Ne? Das ist auf jeden Fall opulent. Und ja, dann schauen wir mal. Ich denke, ich nehme heute Weiß. Schwarz kann man auch richtig schön nehmen, wenn du halt dieses Schwarz dir nur auf dein bewegliches Lid so gibst und das ein bisschen noch nach außen ausblendest und darauf halt richtig, ich meine, ich hätte eine Palette heute dafür, aber einen richtig geilen Schimmer einfach nur aufträgst. Das ist so richtig easy peasy, aber ich habe heute einen etwas anderen Look im Kopf. Auch hier gebe ich mir einfach ein bisschen was aus der Tube auf meinen Handrücken auf. So kann ich das vielleicht ein bisschen besser dosieren. Und es ist beschrieben, dass man damit halt wirklich eine komplett weiße Base schaffen kann. Ich nehme jetzt einfach so einen Shader-Pinsel, ne? Und nehme das, wow, das ist super pastig. Nehme das Produkt auf und gebe mir, oh, das ist ein richtiges Clowns-Weiß. Das nenne ich mal deckend. Das ist krass. Ich habe viel zu viel genommen. Du brauchst nur einen Müh. Jetzt sehe ich aus wie die Herzkönigin von Alice im Wunderland, oder? Versuche das jetzt mal mit dem Finger noch ein bisschen einzublenden, auszublenden. Keine Ahnung. Ich finde es nämlich ein bisschen zu heftig tatsächlich. Wow. Oder mit dem Schwämmchen. Keine Ahnung. Vielleicht werden gleich auch die Farben so richtig krass zum Vorschein dadurch kommen. Okay, ich sette jetzt mein Gesicht und da habe ich hier von Revolution so ein Puder. Das ist aus dieser Y2K Limited Edition Aura Powder. Ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass das so klein ist und da gerade mal 3,5 Gramm drin enthalten sind. Ne? Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal verwenden, um mein Gesicht zu setten. Dann nehme ich mir jetzt hier so einen abgeschrägten Pinsel, sehr pudrig, und gehe erstmal unter meinen Augen entlang. Der Highlighter, der beamt dir noch immer alles weg, ne? Krass. Vielleicht auch so ein bisschen hier oben drauf, weil sonst creased mir das, glaube ich, direkt. Der Pinsel gefällt mir gerade nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal so einen Fluffel. Also das sind alles Catrice-Pinsel übrigens. Aus diversen Limited Editions. Jo, der Pinsel gefällt mir. Das ist wirklich ein transparentes Puder. Der Primer, der sagt ja moin. Den Glow kriegst du nicht mehr weg heute. Und das ist gut so. Okay, ja, auf dem Gesicht macht sich das ganz gut. Sieht gut aus, ne? Es weißelt ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, aber mir gefällt es jetzt eigentlich soweit. Dann habe ich mir von, ich glaube, Beauty Bay bestellt, von NYX den Buttermelt Bronzer. Das ist jetzt ganz neu in der Farbe Buttercup. Als ich den eben aufgemacht habe, habe ich schon gesehen, der ist leider ein bisschen gebrochen. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß aber nicht, ob das auf dem Transportweg passiert ist oder während der Lagerung hier bei mir. Ja, denn der ist schon von einem zum nächsten, einem Korb zum nächsten Mal gewandert. So sieht der aus. Das ist eine relativ helle Farbe, ne? Der hat auch ein bisschen Schimmer mit drin. Und der riecht, ne? Total süß. Also erinnert auch so ein bisschen an diesen Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Also vom Duft her, ne? Okay, wow. Man muss ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen viel gewesen. Ups. Wirkt aber, glaube ich, wegen der Eyeshadow Base halt noch mal ein bisschen intensiver, ne? Lässt sich auch schön verblenden. Ist halt ein Glow Bronzer. Das mag ich nicht immer. Und ich finde, auf dem Gesicht kommt der wirklich auch recht warm rüber. Also es ist ein Bronzer-Bronzer und kein Konturprodukt. Aber für Kontur habe ich mir ja schon das Konturprodukt aufgetragen. Also passt das dann schon wieder. Aber der verblendet sich sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr schön. Und den Glow, den er hinterlässt, ich sehe das jetzt ja zum Beispiel auf der Stirn, finde ich jetzt auch schön. Und nicht so Glitzerglow-mäßig. Das mag ich nämlich nicht so gerne. Nabla hat auch neue Blushes rausgebracht. Da habe ich hier den in der Farbnuance Paradise. Das ist ein matter Blush. Ist auch mal abgefahren, ne? Weil sonst gab es ja diese ja, Schimmergeschichten, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Und den möchte ich mir jetzt auch einfach nochmal hier so on top drüber geben. Und der hat einen orange-stichigen Unterton. Das ist süß. Und da gibt es halt viele verschiedene Farben von. Und da gibt es natürlich auch mit meinem Code ClaudisWelt10 oder ClaudisWelt15 entsprechend Rabatt bei Purish. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei. Da ist alles nochmal aufgeführt. Das mag ich gerne. Der harmoniert auch sehr schön mit dem Cream Blush, der auch schon drunter ist. Mit dem Bronzer, mit dem Highlighter. Sieht sehr passend aus, sehr harmonisch, oder? Vielleicht hier noch ein kleines bisschen aufbauen.
ne? Die Augenbrauen sind am Start, da habe ich jetzt kein neues Produkt, aber ich habe von der lieben Nicole hier etwas zugeschickt bekommen, und zwar von TBC Bushy Brow Gel, eine Brow Mascara. Abgefahren, habe ich noch nie irgendwo gehört, gesehen, wie auch immer, und das möchte ich gerne dann jetzt auch heute mal ausprobieren. Wir haben hier 4 Milliliter drin und ja, keine Ahnung, ich muss noch recherchieren, wo man sowas kaufen kann. Da haben wir einfach so eine kleine süße Augenbrauenmascara mit einem kleinen süßen Spoolie, und dann gucken wir mal, was das so kann. Lässt sich wirklich gut in die Augenbrauen reinbürsten, ohne dass da jetzt zu viel Produkt oder sowas dran käme. Okay, das zieht halt wirklich relativ schnell an. Das heißt, wenn man da nochmal was korrigieren möchte, hat man nicht so viel Zeit. Okay, okay, gut zu wissen. Das lässt dann aber auch immer vermuten und für mich persönlich hoffen, dass es auch so ein richtiges Augenbrauen-Festtacker-Produkt ist. Das werden wir uns gleich mal angucken. Vorher werden wir eine Lidschattenpalette verwenden, und zwar ist das dieses Schätzelein von Adept Cosmetics, die Cyborg Chua. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die ist sehr, sehr teuer gewesen, habe ich auch bei Monolith bestellt, und das ist schon eine geile Palette, ne? Ich möchte heute ein bisschen heller bleiben und vielleicht auch einen simplen Look damit schminken, also jetzt nicht ein riesiges Tralafitti davon machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und ich finde, dass wir das... Es ist so geil. Wir haben hier unten halt nur matte Töne, diese eine Reihe, und alle anderen sind halt richtig geil Duochrome oder richtig krass metallisch. Ihr seht die Swatches, da geht einfach die Post ab, ne? Okay, dann nehme ich mir zuallererst den Ton Robot Fusion, das ist dieser Lavendelton, auf. Und den setze ich mir dann jetzt auf meinen Lid. Hallo? Da muss man schon ordentlich reingehen hier. Und dann halt auch so in die Lidfalte mit rein. Also ich glaube, die Eyeshadow Base ist nicht ganz so mein Fall, weil die doch sehr, ja, bröckelig aussieht, finde ich persönlich, ne? Gut, ja, der Lidschatten lässt sich schön darauf auftragen und ausblenden dann letztendlich auch, aber ist nicht ganz so meine Konsistenz von Eyeshadow Base. Da sieht man es halt auch, ne? Das muss man schon sehr, sehr dick auftragen, theoretisch. Und ich habe es halt ein bisschen ausgeblendet, weil mir das schon zu viel gewesen wäre. Aber mit Lidschatten zusammen ist halt natürlich harmonisch. Also wenn der Ton auf dem Auge ist, ist er sehr schön. Ich habe den jetzt auch mal in den unteren Wimpernkranz gegeben. Aber ich finde, dass er sehr, sehr fest im Fännchen gepresst ist, sodass man den nicht so gut rauskriegt. Ich mache hier an der Seite mal mit so einem Puffelding ein bisschen sauber, weil ich da etwas zu tief geblendet habe. Und dann möchte ich nur eine ganz leichte Verdunklung hier unten haben und vielleicht auch hier außen mit dem 77. Das ist dieser ganz, ganz dunkelblauton. Da bin ich jetzt auch sehr vorsichtig und dippe erstmal nur vorsichtig rein und trage mir den am unteren Wimpernkranz auf. Ja, das ist etwas stärker pigmentiert. Dann setze ich mir den 7, das ist dieser Gelbton, in meinen Innenwinkel. Der ist wirklich sehr zurückhaltend. Also da muss ich jetzt wirklich ordentlich aufbauen, um da wirklich Farbe auch hinzubekommen. Wobei ich finde einfach diese Kombi von Lila und Gelb total abgefahren. Bei so einer Lidschattenpalette hoffe ich natürlich, dass ich da jetzt kein Glitterglut runter brauche. Und deswegen nehme ich mir mal den Ton Digital Harmony auf. Das ist der mittlere Ton, also der Ton hier ganz in der Mitte. Der ist auch ein bisschen feucht. Sieht so schön aus. Und den setze ich mir auf mein Lid. Wow, da krümmelt echt gar nichts. Und der ist genau da. Genau so, wie er ist. Perfekt aufgehoben, oder? Also das sieht einfach mal ein bisschen besonders aus. Ich mag die Kombination von dem Gelb und dem Lila total gerne. Ich muss halt noch ein bisschen mit dem Lila spielen. Da bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Und ich finde auch, dass das Gelb sehr pastellig rüberkommt. Ich werde jetzt einen Eyeliner verwenden. Und zwar von Neither Cosmetics aus dieser Avatar Collection. Das ist der Ang Liquid Eyeliner Set. Da sind immer 2 Stück drin. Ein matter Eyeliner, ich habe da schon den grünen von verwendet und die sind so geil. Ja, so ein wunderschönes Himmelblau. Und dann habe ich hier noch so ein Duochrome. Vielleicht setze ich mir den hier noch so ein bisschen drüber. Mal gucken. Okay, schade, den sieht man wirklich kaum. Der ist sehr, sehr, sehr hellblau. Ich meine, das ist farbecht zu dem, was wir ja auch in dem Verpackungsding gesehen haben, ne? Ich finde es trotzdem schön. Ich meine, es passt halt auch, dass es das Element Luft widerspiegeln soll, ne? Dieses Blaue ist schon eine andere Hausnummer mal. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Duochrome-Produkt an. Also man kann sowas halt so über dem Lid ganz gut verwenden. Das ist halt immer so eine Sache mit Schlupflidern, ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich mir den in den Inner Corner mit reintoppe. Mal gucken. Also so quasi. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht oder ob das besser aussieht.
Und dann kann man es ja theoretisch noch hier so weiterziehen. Oh, das trocknet schon recht schnell an, ne? Und hat dann hier so eine Linie. Ist schon hübsch, finde ich. Vor allem das, was ich euch bei dem allein halt auch schon sagen kann, der hält sehr, sehr gut. Das ist halt das Praktische an ihm. Man spürt ihn auch nicht so wirklich. Ein bisschen schon, ja. Aber man spürt ihn nicht so, wie man ihn, also so, man spürt ihn nicht so doll, wie man ihn jetzt quasi so schimmern sieht, ne? Und das kann wirklich auch eine ganz gute Geschichte sein, wenn man da auch irgendwie sich irgendwie so spacey Sommersprossen malen möchte oder so. Ja, es darf auch mal abgefahren sein. Hier war ich jetzt ein bisschen unsauberer unterwegs. Man sieht es halt, ne? Das ist schon. Ich finde es cool, wenn man das jetzt ein bisschen sauberer hinbekommen würde. Bin da jetzt nochmal ein bisschen mit Lidschatten dran gegangen, sodass es auch mehr verbunden ist. Ich finde schon, dass es. Also, habe ich nicht irgendwie vor ein paar Minuten gesagt, ich möchte einen simplen Augenlook schminken? Ich finde, das sieht einfach auch sehr, sehr fancy aus. Und das ist halt immer so dieser Zauber von Duochromes, ne? Es sieht immer nach viel, viel mehr aus, als dass man da eigentlich investiert hätte. So, ne? Genau. Ja, schön. Dann fixieren wir das Ganze mal. Da habe ich von der lieben Caro im Tauschpaket von Look by Bipa dieses Fixing Spray gehabt, was irgendwie auch noch beruhigen soll. Schauen wir mal. Man muss es schon ein bisschen weiter weghalten, ansonsten wird es ein bisschen zu nass auf dem Gesicht, ne? Fühlt sich aber ganz gut erfrischend so an, muss ich sagen. Das gefällt mir. Dann biege ich mir meine Wimpern. Und dann verwende ich eine Mascara, die ich von der lieben Emmy zugeschickt bekommen habe. Und zwar von Charlotte Tilbury, die Push-Up Lashes Pillow Talk Mascara. Von der lieben Charlotte. Ja, das ist eine schöne Mascara, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Die hat so ein Bürstchen. Und ja, dann gucken wir mal, wie die jetzt so meine Wimpern greift. Die sieht sehr, sehr trocken aus. Mal gucken. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara mag ich eigentlich richtig, richtig gerne, aber ich glaube oder befürchte, dass die hier eingetrocknet ist. Ja, da kommt auch leider nicht so viel auf die Wimpern drauf. Ich muss gleich auch noch mal ein bisschen da aufräumen, weil ich ein bisschen rumgebröckelt habe. Aber ja, so schaut jetzt der Augenlook aus und mir gefällt es so gut. Ich will die ganze Zeit mir diesen Duo Chrome Trio Chrome Ton angucken und feiere das einfach tierisch, ne? Also das Augenbrauengel fixiert, aber es tackert nicht fest. Ich finde es eigentlich ganz schön, aber es ist jetzt kein 24 Hours Brow Setter oder Dominique Cosmetics Brow Blowout Shaping Gel. Und ich liebe diesen Glow, den ich jetzt auch wirklich im kompletten Gesicht immer noch habe. Also der Prime Tipp, ne? Für die Leute, die es halt so extrem mögen, ist definitiv gesetzt. Das ist. Oh, ich mag das so gerne. Zu einem wilden Look eine wilde Frisur, würde ich mal so sagen. Und dann nehme ich hier von Tarte den Lip Vinyl Maracuja Juicy in Rosy Brown. Das ist dieser hier, den habe ich mir letztens bei Sephora gekauft. Das ist. Ja, viele haben das jetzt ja auch, ne? Diese hochklickbaren Geschichten, die dann quasi nicht wieder zurückgedreht werden können und die dann auch direkt auf der Lippe schmilzen. Das heißt, wenn die jetzt so in ihrer Verpackung sind, sind die fest und sobald du das in Kontakt mit Haut bringst, schmilzt das. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu weit rausdreht. Oha, da kriegst du richtig viel auf die Lippen. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Wow, ja, geil. Aber man muss aufpassen. Puh, das ist sehr, sehr schmilzend, aber irgendwie finde ich das geil. Muss ich ehrlich sagen, ne? Aber schon sehr, sehr viel, ne? Aber trotzdem, ich feiere das. Ich bin ja auch so ein Glossy-Verfechter, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und dann gibt es jetzt noch ein Parfum zum Ende. Und zwar habe ich mir hier von Kajali, auch bei Sephora, das Vanilla Candy Rock Sugar Nummer 42 geholt. Ich bin einfach sehr, sehr happy darüber, dass es halt auch die Kajali-Düfte in diesen 10 ml-Varianten gibt. Als Duftnoten haben wir hier drin Candied Pear, Sweet Violet, Bubblegum, White Caramel, Rock Sugar und Vanilla Cream. Also das schreit halt wirklich von Birne bis nach, ne, kandiertem irgendwas, dass du halt wirklich da einen sehr süßen, leicht, leicht, leicht fruchtigen Duft erwarten darfst. Flakon sieht so schön aus mit dem holographischen. Ja, den mag ich. Der ist richtig süß. Der ist. Aber diese Birne kommt auch mit. Das ist richtig angenehm. Das ist wirklich mein Duft, weil ich mag es süß. Ich mag es aber auch leicht fruchtig. Das kommt sehr warm, angenehm und kuschelig rüber. Und den Duft, den mag ich. Also da passt das Verpackungsdesign, diese Farbe auch zu dem, wie der Duft dann auf einem so draufkommt, ne? Mega angenehm.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich mag ja die Kajali-Düfte sowieso sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look mit den First Impression-Neuheiten, die so bei mir eingezogen sind. Es ist doch sehr, sehr bunt geworden. Aber ich feiere das. Ich mag das. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl mit. Das Einzige, wo ich jetzt sage, vielleicht ein bisschen, dass ich da gleich mal ein bisschen was abblotten werde, sind die Lippen wahrscheinlich, ne? Weil da ist sehr viel Produkt drauf gekommen. Also da kam wirklich viel von dem Maracuja-Gedönsen runter. Ansonsten mag ich das, ne? Vielleicht die Wimpern gleich noch ein bisschen nachtuschen, weil der, ja, die Mascara ein bisschen eingetrocknet ist, aber ansonsten mega geil. Meine Haut gefällt mir, mein Augenlook ist so abgefahren. Also das feiere ich tierisch. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte, euch vielleicht auch ein bisschen Inspiration geben konnte. Vielleicht habt ihr auch mal Bock, so einen bunten Look nachzuschminken. Ja, würde ich mich mega freuen, wenn ich euch dazu inspirieren konnte. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.